Heute stelle ich euch den Calbot vor. Nicht ohne Grund gehört der Calbot zu einem meiner Lieblingsbots, denn er bietet eine ganze Reihe an Features, lässt sich bequem über ein Webpanel steuern und zusätzlich sind fast alle Features des Bots kostenlos. Neben den ganz normalen Funktionen wie Moderation oder Reaction Roles gibt es nämlich auch noch viele lustige Fun-Commands und vieles mehr. Es gibt also einige Argumente, diesen Mod auf den Server zu holen und darum soll es in diesem Video gehen. Ich will euch zeigen, wie ihr diesen Bot auf euren Server hinzufügen könnt und wie ihr ihn komplett einrichten könnt. Wenn ihr keine weiteren Tutorials dieser Art mehr verpassen wollt, könnt ihr jetzt ein Abo lassen. Außerdem könnt ihr gerne auf meinen Discord-Server joinen. Wir haben letztens die 3500 User geknackt. Würde mich wirklich sehr freuen. Ich würde sagen, let's go mit dem Video. Moin Leute, was geht's? Blöd vom Start und willkommen zu einem neuen Discord-Tutorial auf meinem Kanal. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr den Calbot auf euren Discord-Server einladen und komplett einrichten könnt. Ich werde wirklich auf alle Sachen, die ihr dazu wissen müsst, eingehen. Ich habe dafür schon mal einen Test-Server erstellt, auf dem der Calbot noch nicht drauf ist. Der Calbot ist wirklich meiner Meinung nach der beste Bot, für den man kein Geld ausgeben muss. Also es gibt zwar auch von Calbot eine Premium-Version, aber diese Premium-Version ist meiner Meinung nach nicht wichtig, weil die eigentlich fast keine Vorteile liefert. Zum Beispiel auch der Piggybot, der wirklich sehr, sehr nice ist, wurde auch von den Entwicklern vom Calbot gemacht. Wir gehen dafür erstmal in den Internetbrowser und gehen dort auf cal.gg. Hier können wir uns direkt mit unserem Discord-Account einloggen. Das machen wir jetzt erstmal. So, wenn wir das jetzt gemacht haben, sehen wir jetzt hier schon mal unsere ganzen Server, auf die wir drauf sind. Die farbigen Server, da ist der Calbot schon drauf. Die nicht farbigen Server, da ist der Calbot noch nicht drauf. Wir haben hier auch unseren Test-Server. Auf den klicken wir jetzt und autorisieren jetzt da den Calbot. Und hier müssen wir uns nochmal anmelden. What the? Dann adden wir den Bot hier auf den ausgewählten Test-Server, geben ihm die ganzen Rechte und verifizieren uns noch. Jetzt, wo wir uns eingeloggt haben und den Bot hinzugefügt haben, befinden wir uns hier jetzt in dem Webpanel bzw. in dem Dashboard von Cal. Von hier aus wird der Bot gemeldet, von hier aus läuft alles. Und ich will euch jetzt einen kurzen Überblick geben, was ihr alles machen könnt. Wir haben hier erstmal die General Bot Setting. Hier können wir den Nickname des Bots ändern, also ja, wir nennen ihn einfach mal Cal. Und können hier einen Prefix adden. Ich brauche jetzt zum Beispiel mal einen Slash und adde den ganzen. Wir haben hier auch noch einen kleinen Log, was am Webpanel alles gemacht wird. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt rüber zum ersten Punkt, und zwar Twitch. Wir können hier einen Twitch-Stream bzw. ein Twitch-Announcement hinzufügen zu unserem Server. Dafür geben wir hier auf @Twitch-Stream. Ja, nehmen meinen Kanal Splayfer, meinen Twitch-Kanal. Dann nehmen wir jetzt hier Starboard oder wir nehmen Hashtag allgemein und adden hier jetzt Hey at everyone. Splayfer ist gerade live, schaut gerne bei seinem Stream vorbei. Und dann hier nochmal in Klammern Link. Da wird nämlich dann der Link des Streams reingesendet. Jetzt haben wir hier das gemacht. Wir sehen jetzt hier schon mal, wir können hier das noch bearbeiten, aber das brauchen wir nicht. Und jetzt wird quasi hier bei uns in Hashtag allgemein immer das Twitch-Announcement gemacht. Und hier quasi immer, wenn ein neuer Livestream startet, hier das Twitch-Announcement reingemacht. Jetzt sagen wir, gehen weiter zu der Command-Übersicht und auf die werde ich gar nicht so genau eingehen, weil die ist eigentlich relativ, ja, offensichtlich. Hier sind nämlich alle Commands aufgelistet, die der Bot hat und man kann die einzeln einstellen. Also wirklich jeden einzelnen Command. Von Global Settings bis hin zu Music, hier ist alles einstellbar, das ist wirklich ein Haufen. Ich gehe deshalb die groben Sachen durch. Einfach Automat, ja, die automatische Moderationssachen können wir hier alle einstellen. Also ihr könnt hier auf zum Beispiel jetzt gucken, soll man diesen Command nutzen können? Und wenn ja, welche Rollen soll das Ganze machen? Config, damit könnt ihr euren Server nochmal per Sprachen lernen. Personalisieren. Mit Feeds könnt ihr zum Beispiel RSS-Feed zum Beispiel den neuesten Feed von eurem Videogame machen. Fun-Command, ja, es sind halt einfach Fun-Commands, die braucht man nicht, aber die sind manchmal wirklich lustig. Wie zum Beispiel mit Ausrufezeichen Cats kannst du dir ein Bild von einer Katze zeigen lassen. Mit den Levels hat man die Level-Commands, mit Loggen kann man Sachen loggen, das ist vergleichbar mit einem Audit-Log. Mit Moderation, glaube ich, brauche ich nicht sagen, das sind so Commands wie Clear, Bann, Kick, Mute und so weiter. Musik brauche ich auch nicht viel sagen, da gibt es aber, glaube ich, bessere Musikbots, das ist eigentlich relativ unnötig. Das könnt ihr eigentlich alles deaktivieren, da könnt ihr einfach Disable Category macht, dann ist alles aus. Ihr könnt das Ganze auch nochmal, ja, multiplizieren. Ihr könnt die ganze Kategorie noch hier bearbeiten, das könnt ihr auch machen. Da die Rollen, brauche ich auch nicht dazu sagen, ist eigentlich alles ziemlich einfach. Wird aber nochmal erklärt. Die Sets, wir haben hier nochmal Twitch, wie vorhin erwähnt, und der Rest ist eigentlich nicht mehr so wichtig. Da kommen wir als nächstes zu den Welcome Messages. Die könnt ihr jetzt hier verwalten, also zum Beispiel ein neuer User-Chat kommt eine Willkommensnachricht. Wir wählen dafür hier einfach mal den Allgemein-Chat aus oder erstellen uns ganz kurz hier einen neuen Kanal, den nennen wir Willkommen.
Da müssen wir kurz die Seite hier aktualisieren. Wenn wir den Kanal aus, den wir haben wollen, klicken auf Save. Dann können wir jetzt hier noch eine Welcome-Nachricht festlegen. Was soll gesendet werden, wenn der User joint? Ich habe jetzt hier einfach Hey Admention, willkommen auf dem Testserver. Admention als einfach, dass hier der User gepinkt wird. Wir können ihm auch eine DM schicken, wie zum Beispiel: Danke, dass du auf den Testserver gejoint bist. Hier könnt ihr natürlich noch Argumente reinschreiben, was ihr alles machen kann. Alles schön speichern. Man könnte hier noch Messages machen, wenn jemand den Server leaft oder wenn jemand gebannt wird. Das wären dann alles DMs. Weiter geht's mit Weblogs. Weblog ist quasi auch nochmal so ein separates Online-Audit-Log vom gesamten Server. Da könnt ihr nach Aktionen filtern. Das ist wirklich sehr, sehr nice. Ihr habt viel bessere Filtermethoden als bei dem normalen Audit-Log. Wenn wir uns hier mal dieses Audit-Log hier angucken. Wenn wir uns hier zum Beispiel einfach mal das Audit-Log von unserem Testserver angucken, da kann man nach deutlich weniger Sachen filtern. Wie jetzt hier bei dem Calbot, ist auch noch sehr cool. Weiter geht's mit Automoderation. Habe ich am Anfang schon ein bisschen angesprochen. Was man mit Automoderation machen kann, ist eigentlich sehr, sehr simpel. Ihr könnt dem Bot Moderationssysteme anmachen. Zum Beispiel, er soll Caps bestrafen oder Links automatisch bestrafen, ohne dass ein Moderator von euch das manuell machen muss. Damit erspart ihr euch jede Menge Arbeit. Und ich glaube, das hat aktuell, ja, jeder Server. Und ich kenne auch sehr, sehr viele Bots. Aber der hier kann auch nochmal das Ganze sehr, sehr gut. Die genauen Sachen findet ihr natürlich wieder unter Commands, unter Automods. Da könnt ihr nochmal die ganzen Commands machen. Wenn ihr, wie immer, keine Automod dazu wollt, geht ihr einfach auf Disable Category. Ihr könnt hier einen Log-Channel wählen, wo die ganzen Sachen, die ihr macht, geloggt werden. Ihr könnt hier zum Beispiel alle Mute-Rolle festlegen, also Rollen, ja, die gemutet wurden. Machen Sie zum Beispiel einfach mal die Rolle 1 zu der Mute-Rolle. Wir können Rollen machen, die zum Beispiel die Moderation umgehen können. Wir können Channel machen, wo die Moderation umgehen werden kann. Und wir können Media-Only-Channels machen, wo wirklich nur Links reingesendet werden können. Wir können bestimmte Invites, die nicht gepostet werden dürfen, festlegen. Wir können es auch so machen, dass wir die whitelisten. Das Ganze gilt hier für Spam, schlechte Wörter oder schlechte Links. Oder halt, wenn jemand übermäßig, ja, zum Beispiel jetzt AdSplay verpingt. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt übermäßig das hier spammt, mehr oder weniger, da wird das auch gelockt. Heute geht es mit der Moderation. Moderation sind jetzt, der Unterschied zum Automod ist jetzt, dass die Moderation für Moderatoren oder Supporter zuständig ist. Also diese Kategorie handelt es um die ganzen Befehle, die es gibt. Wir können nämlich jetzt hier, wenn wir das mal speichern und wählen den Teamchat hier aus, kann man jetzt Bann-Commands nutzen. Also zum Beispiel slash Bann at set. Und wir können diesen jetzt hier über den Calbot bannen. Der Ambilifebolt hat das jetzt auch nochmal gemacht. Aber hier haben wir jetzt den Calbot. Das Ganze wird jetzt dementsprechend auch hier gelockt. Also hier wird jetzt gelockt, dass Set gebannt wurde. Der Reason wurde nicht angegeben. Und der Moderator, der das gemacht hat, was Play war, also ich. Und jetzt kommen wir zu einer sehr interessanten Kategorie. Und zwar den Log-Channels. Dafür stellen wir aber erstmal eine neue Kategorie auf dem Server. Denn das ist wirklich sehr umfangreich. Und zwar Log-Channel. Da stellen wir jetzt einen neuen Kanal und den nennen wir Member, Server, Message. Das sind die wichtigsten. Es ist egal, wie man die nennt. Ich glaube, haben wir die Channel. Hier können die Moderatoren nachher reingucken, denn hier wird jetzt alles reingeloggt. Gehen jetzt hier mal rein. Der Default Log Channel würde ich jetzt einfach mal den Team Chat nehmen. Den Member Log Channel, also für Member, die ihren Status ändern, für Member, die leaven, join und so weiter oder gebannt werden, gibt es hier nämlich die Member Log Channel. Dafür aktualisieren wir natürlich nochmal die Seite. Nehmen jetzt hier Member. Bei Voice Log Channel nehmen wir Hashtag Voice. Bei Message nehmen wir Message. Genau. Bei Join Leave können wir auch nochmal Member nehmen. Nehmen jetzt hier Confirm. Jetzt wurde alles gespeichert und alles wird jetzt ganz genau gelockt. Wir machen hier einfach mal alles an. Ihr könnt euch das hier selber mal durchlesen. Hier geht es zum Beispiel mehr um Rollen und Channel. Schauen wir einfach mal diesen Channel hier. Und wir sehen hier jetzt in Hashtag Voice, es wurde gelockt, dass ich hier reingegangen bin und auch wieder geleaft bin. Kommen wir weiter zu den Auto-Rolls. Auto-Rolls ist eigentlich sehr, sehr einfach gesehen. Wenn jemand auf euren Server joint, kriegt ihr automatisch eine Rolle. Zum Beispiel jetzt bei mir hier einfach mal die Abonnent-Rolle. Sticky-Rolls sind Rollen, wenn man den Server leaft und wieder joint, sind das Rollen, die trotzdem noch bleiben. Jetzt geht es zu den Reaction Roles und da ist dieser Bot mein absoluter Favorite. Wir sehen hier auf meinem Discord-Server, habe ich sowohl die Pings als auch die Rollen mit dem Calbot gemacht. Dafür gehen wir wieder auf den bekannten Test-Server und geben jetzt hier und stellen uns einen neuen Channel und zwar nennen wir den Rollenverteiler. Da suchen wir uns jetzt gleich mal eine Rolle aus, zum Beispiel diesen Banner hier für Geschlecht. Sind hier unten dran dann die Nachricht. Jetzt haben wir hier die drei Geschlechter. Und jetzt können wir zu diesen drei Geschlechtern eine Reaction-Rolle hinzufügen. Also beispielsweise, ich klicke auf die Reaction von Mann und dann bekomme ich die männliche Rolle. Auf meinem Server ist das auch so. Es sind hier auf meinem Profil unter Hobbys noch keine Rollen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Gaming auswähle, bekomme ich die Zockenrolle. So funktioniert das wirklich mit allen Rollen. Wir sehen jetzt hier, ich habe hier alle Rollen. Wir haben unsere Nachricht hier geschrieben und die wollen wir jetzt die Reactions haben. Dann, wenn wir das hier gemacht haben, gehen wir an die Server-Einstellungen.
Geht hier auf Rollen und erstellen uns jetzt erstmal einige Rollen. Zum einen weiblich, männlich und divers. Die Rollen sind hier unten jetzt. Ich gebe denen jetzt mal, ja, hier die Farbe. Wir erstellen uns jetzt hier die Rolle. Und wichtig, wir machen jetzt hier nicht Post-Event, sondern Use-ID, denn wir haben ja schon die Nachricht und wollen ja nicht vom Bot eine Nachricht erstellen lassen, weil das sieht viel besser aus. Ganz wichtig, ihr müsst unter den Einstellungen bei Erscheinungsbild den Entwickler-Modus aktiviert haben. Da könnt ihr jetzt hier einfach bei der Seite auf ID kopieren gehen, die dann hier einfügen und hier dann nochmal den Kanal einfügen. Jetzt ändern wir die einzelnen Emojis, die wir auch hier bei Discord hier drin haben. Das wäre dann einmal dieser Emoji hier im Anschluss. Diese Emojis hier raus. Jetzt geben wir denen hier noch die Rollen. Also ja, hier mit diesen Emojis ist man männlich, mit diesem weiblich und mit diesem divers. Und beim Message-Typ nehmen wir Unique, denn man hat ja bloß ein Geschlecht. Also man kann das ein Geschlecht gleichzeitig auswählen. Hier bei Rollen könnte man auch noch was hinzufügen, dass die Leute, die gebutet sind, das nicht können. Aber das ist jetzt eigentlich nicht so wichtig. Und ich würde sagen, wir erstellen das Ganze mal. Und wir sehen jetzt hier schon, hier wurden jetzt hier Reactions hinzugefügt. Wir können jetzt hier einfach mal draufklicken. Jetzt haben wir die Rolle männlich. Und wir können bloß eine Rolle gleichzeitig anklicken. Die anderen werden da wieder entfernt. Das ist eigentlich das einfache Prinzip von dem Ganzen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt zum... Wir nähern uns jetzt schon dem Ende und wir gehen jetzt nochmal zu den Triggers. Die sind nämlich noch einigermaßen wichtig. Und zwar können wir hier auf Create New Trigger gehen. Ja, hallo. Dann soll der Bot Hallo zurückschreiben. Erstellen das Ganze. Wenn wir jetzt Hallo schreiben, dann antwortete Karl auch wieder mit Hallo. Er ist nämlich auf diese Nachricht getriggert. Man kann den Bot auch so machen, dass er nur noch in einem bestimmten Channel funktioniert. Wenn wir hier auf Exakt machen würden, dann würde es wirklich nur gehen, wenn nur Hallo drin steht und nicht nur der Beginn mit Hallo ist. Hier können wir dann noch Start 12 und End 12 machen. Also wenn die Nachricht mit Hallo endet oder wenn die Antwort mit Hallo beginnt, dann geht es auch. Und jetzt eigentlich noch zu der letzten wirklich wichtigen Kategorie und zwar den Embeds. Wir können hier in dem Embed-Builder ein Embed erstellen und das dann abschicken. Wir können hier einfach mal eine Farbe für das Ganze nehmen. Ich nehme jetzt hier einfach mal Blau, das passt zu meinem YouTube-Logo. Jetzt hier einfach mal Hilfe-Menü. An der Seite sehen wir auch schon, wie das Embed ungefähr aussehen würde. Hier ist das Hilfe-Menü. Den Namen können wir einen sogenannten Autor festlegen, zum Beispiel Test-Server. Und bei IKIL-URL könnten wir ein Bild festlegen. Wir nehmen jetzt einfach mal das von mir. Dafür gehen wir in den Browser und nehmen uns dann hier den Rest des Links kopieren. Bildadresse kopieren. Wählen das Ganze jetzt hier ein. Schon ist das Ganze erledigt. Hier könnte man noch ein Thumbnail festlegen. Das brauchen wir aber nicht. Und hier zum Beispiel noch bei einem Footer. Da könnte man das Datum festlegen von heute. So. Erstellt am. Das ist eine Schlusszeile mehr oder weniger. Und jetzt nochmal den Channel, dann nehmen wir einfach allgemein und posten das Ganze. Ja, dann könnt ihr auch hier diese coolen Embeds posten, ist auch nice. Damit könnt ihr zum Beispiel hier sowas hier wie im Comments-Channel machen. Command-Übersicht von Splatfinity, das sieht man dann alle Commands, die es gibt. Zu Musik, Level und Casino. Und ich würde dann auch sagen, das ist jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe euch heute erklärt, wie ihr den Karl-Bot benutzt, weil es halt meiner Meinung nach eigentlich ja ein mega wichtiger Bot ist. Der ist für mich eigentlich der zweitwichtigste Bot überhaupt. Wenn ihr noch einen anderen Bot wisst, zu dem ich so ein Tutorial machen könnte, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und so würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal.